Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Herzlich willkommen zur Tagesenergiebotschaft heute für Montag. Ein neuer Montag. So, ja, schauen wir mal rein. Ich habe gerade irgendwie festgestellt, dass ich gestern mein Räucherstöfchen da am Tisch festgeklebt habe. Jetzt ist es für immer da festgeklebt. Da war irgendwie von außen Wachs dran und jetzt hängt es da fest. Na, Kätzchen müsste auch dabei sein. So, gucken wir mal, was sich hier heute so ergibt. Zeit zu gehen. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter und das Gleiche gilt für die Zeiten in deinem Leben. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens und wisse, dass die Sonne auch morgen wieder in voller Pracht erstrahlen wird. Beendigungen sind lediglich der Start für einen Neubeginn und wir begleiten dich unfehlbar durch alle Phasen und Zyklen deines Seins. Also hier haben wir eine Transformationskraft liegen. Etwas, das abgeschlossen werden möchte. Das können natürlich vielfältige Themen sein, ob es jetzt eine ganz irdische Erledigung ist, die du noch machen musst, irgendein Schriftwechsel, irgendein Behördenkrams oder irgendwelche anderen Angelegenheiten, die halt so einem im Nacken sitzen, die man dann aber irgendwie dann doch schnell fertig machen könnte, wenn man sich dazu aufraffen könnte. Ja, gucken wir mal weiter. Ich nehme noch eine zweite Karte. Irgendwie habe ich gerade Lust, noch eine zweite zu nehmen. Die, gut. So, zack. Freunde. Freude. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch Freunde wichtig, wenn ich mich hier schon so verlese. Freude ist die höchste aller Energien. Sie ist das köstliche Gefühl, dass alles möglich ist. Freude entspringt der Dankbarkeit für die Geschenke, die jeder Augenblick des Lebens bereithält. Freude erlaubt dir, deine gegenwärtigen und zukünftigen Erfahrungen in ihrer höchstmöglichsten Form anzuziehen und zu kreieren. Ja, das hat auch wieder was mit der Dankbarkeit zu tun. Ich glaube, da sprach ich vor ein paar Tagen auch schon mal von. Es geht darum, wirklich einfach für das dankbar zu sein, was hier gerade in deinem Leben schon da ist und nicht immer so sehr darauf zu warten, dass du irgendwo anders hinkommst, sondern sei mit dem zufrieden, was du heute schon hast. Schließe da aber auch Sachen ab, von denen du weißt, dass du sie nicht mitnehmen möchtest in eine Zukunft. Das ist so ein bisschen wie umziehen. Wenn man umzieht, nimmt man ja auch nochmal jedes Ding in die Hand. Und mal ganz ehrlich, man hat so viele Sachen, die man eigentlich nur rumstehen hat und nie benutzt. Das ist manchmal auch so. Da sollte man sich fragen, wie viel Freude machen mir diese Dinge noch, die ich jetzt mitnehme? Macht es mir wirklich noch Freude oder kann das jetzt einfach mal gehen? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber du kannst halt nicht den ganzen Mist mit in deine Zukunft schleppen und wenn du etwas erledigen musst, was dir keine Freude mehr macht oder was dafür sorgt, dass du dann wieder mehr Freude in deinem Leben hast, dann komm da heute mal in die Puschen. So, eine Seelenforscherkarte. Dann haben wir hier das Abenteuer. Und die Karte verfolgt uns auch ein bisschen, was ich auch gut finde. Geh, wohin dein Herz dich ruft. Das ist immer gut. Also, das besagt ja im Endeffekt auch, dass du dem nachgehen sollst, was dich mit Freude und Liebe erfüllt. Also mach nur die Dinge, was heißt nur die Dinge, sondern mach auch die Dinge, die gemacht werden müssen. Schließe diese Sachen ab, nimm dir die Zeit, Dinge zu beenden, um dann weiterzugehen, damit du wirklich unbeschwert in diese Abenteuer hineingehen kannst, ohne dich immer zu fragen, ob diese andere Sache vielleicht im Hintergrund noch eskaliert oder dich irgendwann wieder einholt. So, die andere Karte. Moment, die ist wieder unter den Tisch geflogen. So, der Nebel. Es gibt noch Unklarheiten. Warte ab, bis der Nebel sich lichtet. Ja, vielleicht ist dieses Nebelfeld, auch diese Karte hatten wir relativ oft. Und es sind ja nicht so wenig Karten, aber diese beiden Karten hatten wir tatsächlich relativ häufig. Vielleicht weißt du noch nicht so ganz, wie das nächste Abenteuer aussieht, weil du noch zu viele Ketten am Fuß hast. Da hängt noch zu viel dran. Kann sein, dass du deswegen nicht weitergehen kannst im Moment und deswegen noch ein bisschen stehen bleiben solltest. Dann haben wir hier die zwei der Kelche, also auch wieder die Beziehung zu jemandem, eine Beziehung zu etwas. Der Stern, ja, das ist der Stern, steht für die Wunscherfüllung, wo du hin möchtest, was du dir im Leben wünschst. Und vielleicht wünschst du dir einfach bessere Verbindungen mit anderen Leuten. Oder du suchst jemanden, mit dem du das Abenteuer teilen kannst. Was haben wir hier noch? Oh, wir drehen sie heute mal alle richtig rum. Ich habe so das Gefühl, dass das alles irgendwie aufrecht stehen darf. Entscheidungen treffen, nur mit den zwei der Schwertern. Entscheide dich dafür, wirklich diese Freude zu leben. Mit dem Ast der Kelche haben wir die Chance auf einen emotionalen Neuanfang, auf ein gefühlvolles Angebot oder halt auch auf freudige Erfahrungen, die einfach deinen inneren Kelch wieder aufbauen können. Ja, dann sind da noch zwei rausgeflogen. Eigentlich wollte ich hier noch eine, weil es so schön gepasst hätte, aber wir haben die Liebenden
und den Ritter der Kelche. Es kann gut sein, dass du hier wirklich, sobald du dich entschieden hast, mit diesen alten Sachen abzuschließen oder mal ein Mindset hinter dir zu lassen, einen Ex-Partner loszulassen. Ja, falls du auch vielleicht alte Beziehungen einfach mal beendet hast, die nicht mehr gut tun oder vielleicht auch, was mir gerade reinkommt, ist vielleicht auch die Geschichte, die du dir selbst in deinem Kopf erzählst. Das kann ich so aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn man durch schwere Zeiten gegangen ist, dann heilt man hinterher und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man eigentlich relativ geheilt ist, aber immer noch in diesem Modus feststeckt, dass man eigentlich noch oft über diese Sache nachdenkt, aber nicht mehr ganz so emotional, sondern vielleicht mehr rational, um dann noch so die letzten Pakete auszupacken, was da noch hintersteckt, also welchen Anteil man zum Beispiel an dieser Sache hat. Weil man kann eine Lernerfahrung immer auch von zwei Seiten sehen. Man kann sich einerseits natürlich in die pure Opferrolle flüchten. Dann gibt es diesen Zwischenzustand, wo man merkt, ja, ich war hier ein Opfer, aber ich habe vielleicht auch meinen Teil dazu beigetragen. Und dann kann es sein, dass man in diese andere Richtung kommt, wo man sagt, vielleicht war es auch alles meine Schuld, dann versucht man sich selber so niederzumachen. Aber irgendwann kommt man zu einer Synthese, kann das Ganze aufwickeln und sehen, dass das einfach genauso sein sollte, wie es sein sollte. Man konnte vielleicht früher diese Situation noch nicht beenden. Man konnte früher noch nicht aus der Situation rausgehen, weil man vielleicht einfach noch nicht so weit war, weil die Lernerfahrung noch nicht abgeschlossen war, weil man gewisse Dinge noch nicht gesehen hat, die im Nebel lagen. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo man wirklich loslassen muss. Man muss diesen ganzen Rucksack oder diesen ganzen Reisekoffer, den man da an seiner eigenen Geschichte, seiner eigenen Identität mit sich herumschleppt, einfach abstellen muss. Das heißt nicht, dass man leugnet, dass man vielleicht schwierige Lernerfahrungen hatte. Das heißt nicht, dass man leugnet, dass man erkannt hat, dass man selber auch seine eigenen Probleme mit dem Leben hat und nicht nur ein Opfer der Umstände ist. Das bedeutet einfach, dass man an einen Punkt kommt, wo man Frieden schließt mit der Vergangenheit, mit den Menschen in der Vergangenheit und vor allen Dingen, was am allerwichtigsten ist, mit sich selbst. Weil sobald wir uns dann aus dieser Heilungsopferrolle herausentwickeln, müssen wir halt einsehen, dass wir ab jetzt ziemlich selbstverantwortlich sind für das, was in der Zukunft kommt. Und natürlich können wir unsere Verhaltensweisen aufgrund von traumatischen Ereignissen manchmal nicht so voll entfalten, aber es liegt in diesem Falle immer in der eigenen Verantwortung voranzuschreiten. Und was ich hier sehe, ist nur positiv. Ich meine, guckt euch das mal an. Wir haben hier die zwei Kelche, da das Ass der Kelche, da den Ritter der Kelche. Dann haben wir den Stern und die Liebenden. Was will man denn eigentlich noch? Es geht hier darum, jetzt nach vorne zu schauen und zu schauen, in welcher Verbindlichkeit du mit anderen Menschen sein möchtest. Und dabei muss es nicht nur um Partner gehen, also so um Liebesbeziehungen, sondern allgemein, wie sollen deine Beziehungen im Außen mit anderen Menschen sein? Wie verhältst du dich gegenüber der Kassiererin in deinem Einkaufsladen? Wie sprichst du mit dem Postboten? Was tust du, wenn du im Auto sitzt und vor dir wieder jemand schrecklich fährt? Das sind alles Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben. Und dann kannst du gucken, ob es für dich vielleicht an der Zeit ist, hier mal wirklich zu schauen, ob du hier einen Neustart in den Beziehungen oder in einer Beziehung eingehen kannst, auch wenn das noch abenteuerlich sich anfühlt und du auch nicht weißt, wohin das geht. Vielleicht fühlt sich das auch einfach merkwürdig an, in eine neue Beziehung zu gehen und dich wieder verletzlich zu machen oder zu gucken, wohin die ganze Reise gehen könnte hier. Also vielleicht weißt du nicht, was das Abenteuer ist und wie es ausgeht, aber wenn da jemand ist, der dir den Kelch reicht, der dir, ja, der mit dir emotional sein möchte in irgendeiner Art und Weise, dann kannst du vielleicht hier versuchen, wieder in die Freude zu kommen und dich etwas zu öffnen, weil im Endeffekt sehnen wir uns doch alle danach, in einer glücklichen Beziehung mit jemandem zu sein, ob das nun eine Paarbeziehung ist oder eine Freundschaft oder ein familiäres Verhältnis oder auch bei der Arbeit. Wir wünschen uns doch eigentlich mal ganz ehrlich, dass wir mit den Menschen, die um uns herum sind, gut zurechtkommen. Also ich kenne niemanden, der sagt, boah, ich möchte mich heute wieder stundenlang über meine Arbeitskollegin aufregen. Also falls das anders ist, korrigier mich gerne, schreib mir einen Kommentar, falls du gerne Leute hatest. Aber im Endeffekt dürfen wir uns hier heute wirklich in die Neuausrichtung begeben und einsehen, dass es nichts bringt, wenn wir unser Jammergepäck mit uns herumtragen. Ob es nur in den eigenen Gedanken ist, dass wir diese Sachen öfter durchspielen oder dass wir uns getriggert fühlen und öfter dann emotional verstrickt werden. Oder ob es jemand anders ist, der in dein Leben kommt, der dich wirklich auf Herausforderungen, vor Herausforderungen stellt. Genau so.
Weil du natürlich dann geprüft wirst. Wenn du alleine bist und heilst, dann hast du niemanden, der dich testet, ob du schon geheilt bist. Wenn du dabei in eine Beziehung mit jemandem gehst, also in irgendeine Art von Beziehung, dann kann es sein, dass du immer wieder gucken musst, hey, wie weit bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Wie mache ich das? Warum mache ich das? Und dann geht es natürlich nicht darum, alles zu zerdenken, sondern hier zu fühlen. Wir haben nur Gefühle, spür mal nicht rein. Hör auf das Gefühl und ja, geh, wohin dein Herz dich trägt. So soll es sein. Macht's gut, ihr Lieben, dann hören wir uns morgen früh wieder. Bis dann. Ciao.